Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werden endlich mal ein paar Fragen geklärt, die noch offen waren in der Q&A-Runde. Und dazu gibt's allgemein ein paar News und ihr erfahrt, wie es so möglicherweise die nächste Zeit hier auf dem Kanal weitergeht. Viel Spaß bei diesem Video. So Leute, jetzt kommen wir zum heiß ersehnten Q&A. Ich hatte noch ein paar Fragen offen, aber vorher möchte ich euch eine Sache noch erzählen. Und zwar, kann es sein, dass ich bald ein paar Wochen ausfalle, 4 bis 6 Wochen. Ich habe mir einen Nabelbruch zugezogen, ein paar von euch wissen das vielleicht schon. Nabelbruch ist letztendlich so, wir haben ja hier unsere Bauchdecke. Und an unserem Nabel ist wie so eine Sollbruchstelle, ne? Weil da so Nabelschnur durchgeht und so weiter. Und da passiert es sehr leicht, besonders wenn man viel Sport macht, dass da das Ganze brechen kann. Und dann ist da die Gefahr, dass da Darm oder Gewebe und so weiter eingeklemmt wird. Und dann ist das Ganze auch lebensbedrohlich. Und bei mir ist der Stand so, dass ich nächste Woche Donnerstag noch einen Termin mit einem Chirurgen habe, wo ich das Ganze nochmal genauer abklären lasse und dann weiß ich genau, wann es zu einer OP kommt und so weiter und so fort. Denn ich werde sehr wahrscheinlich, würde ich sagen, 99% die OP machen. Auch wenn meine Hausärztin gesagt hat, ich muss nicht zwingend, weil es klein ist. Aber ich möchte halt 100% belastbar sein. Und deswegen ist das Ding so, dass ich halt den Weg mit der OP gehe. Obwohl ich normalerweise überhaupt nicht so der Typ bin, der sagt, hey, ich mache das jetzt mit Ärzten und so weiter. Ne? Das schon mal vorweg. Da wird es dann 4 bis 6 Wochen ein bisschen improvisierten Content geben, beziehungsweise was anderes. Wer weiß, wie kreativ ich da werde. Und heute sind wir halt nochmal hier auf die Home Trails gefahren. Einfach, weil ich halt Bock habe zu biken. Ne? Also mir graut schon, so lange Zeit nicht aufs Bike zu können. Aber wir werden sehen, wie das Ganze sich ergibt. Ich habe noch ein paar Fragen von euch, die ich gerne mit euch durchgehen möchte, weil dass ich dir euch noch schuldig bin vom Q&A und wir gehen die mal kurz durch. Es sind ganz, ganz viele gedoppelt, deswegen werde ich jetzt nur 5, 6 reinpacken, die sehr, sehr relevant sind oder die interessant sind. Frage Nummer 1, welche Regionen sind nächste Saison geplant? Paganella, Valle di Sol, ? Da ist definitiv ein bisschen was anderes geplant, noch neben Saalbach und Co. Ich möchte nicht zu viel verraten, weil ich nicht genau weiß, ob das Ganze halt funktioniert. Aber in Richtung Frankreich und so, ist so der Plan. So, Samstag bin ich das erste Mal im Bikepark. Hast du Tipps? Erste Mal im Bikepark. Dazu habe ich sogar ein eigenes Video gemacht. Aber ein paar Tipps. Lass dich nicht stressen. Fahr die Sachen entspannt ab. Achte darauf, wann du müde bist und wann du ordentlich warm gefahren bist, denn die meisten Stürze passieren entweder ganz am Anfang oder am Ende. Und hab eine gute Zeit, hab Spaß. Besonders jetzt zum Schluss der Saison muss man sich nicht noch verletzen. Was hast du noch auf YouTube so geplant? Ich werde sehr wahrscheinlich so ein paar andere Formate aufziehen, versuchen, ein bisschen experimentieren, weil ich persönlich finde, dass das Mountainbike-YouTube so ein bisschen langweilig geworden ist. Also nicht, dass ich Videos über das Mountainbiken mache oder so, sondern wenn ich andere Videos schaue. Und es ist halt immer irgendwie viel das Gleiche und irgendwann doppelt sich das Ganze. Ich
habe noch nicht so die genauen Pläne. Ich habe ein paar Ideen, aber auch da möchte ich nicht zu viel verraten, weil nachher freut ihr euch auf irgendwas und dann trifft das nicht ein und das ist ganz, 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 ganz doof. Pläne nächstes Jahr, welche Parks werden besucht, Community Ride, yes, nächstes Jahr Season Opening und so weiter, ne? Ich wollte eigentlich einen Season Closing Ride machen mit allen aus den Fahrtechnikkursen, aber dann kam der Nabelbruch und alles kam ganz anders als geplant. Deswegen an alle, die bei mir Fahrtechnikkurse gemacht haben, wir das Ganze jetzt nicht vergessen, sondern wir werden das zum Opening nachholen und für alle, die einfach nur Community Ride wollen, das machen wir safe nächstes Jahr. Es ist noch ein bisschen was geplant, auch als Abo-Special und so weiter und so fort. Da dürft ihr auf jeden Fall gespannt sein. Dann, wenn du ein Tier wärst, welches wäre es? Ah. Ich glaube, so ein bisschen Katze, weil ich auch so eigensinnig bin und so mein Ding mache. Und mir da sehr schwer von anderen was sagen lasse. Das ist ja bei Hunden zum Beispiel anders. Ja, ich würde sagen eine Katze. Und der Ernie fragt noch Pläne für 2023. Ja, der allererste Plan ist erstmal fit und gesund zu werden. Denn das steht an oberster Priorität, ist das Wichtigste. Gesundheit ist eh das Allerwichtigste im Leben. Deswegen gilt das als allererstes. Neben den ganzen Verpflichtungen, die man hat und so und Zielen und so weiter und so fort, ist einfach das Wichtigste, dass wir gesund sind und glücklich sind. Ja, meine Pläne 2023, da werde ich auch nochmal ein einzelnes Video zu machen, Vorsätze, Thema und so weiter, finde ich nämlich immer ein spannendes Thema. Und yes, ich hoffe, das kleine Video, der kleine Ausritt hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn in den nächsten Wochen möglicherweise, ich werde Donnerstag euch ein Update geben und euch berichten, wie es aussieht, wenn ich mehr weiß wegen dem Nabelbruch. Aber ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass sich der Content derzeit auf jeden Fall ja nicht so viel auf dem Bike widerspiegeln wird. Lasst gerne ein Abo da, Leute, Glocke aktivieren, damit ihr nichts verpasst. Mindestens 2 neue Videos jede Woche. Bis zum nächsten Mal.